Reform durchführen. Mal sehen, wie viele wollen das? 0,88, 1,0, 2,4. 4,4, also ein besseres Schulsystem wieder mal. Dann beginnen der Krieg gegen Australien also. Wir wollen Western Australia, haben wir gesagt. So, wer ist jetzt alle mit Australien verbündet? Lassen wir uns überraschen. Niemand, wie es aussieht. Ja, nur wir gegen die Australier. Na, sehr gut. Einen Einmarsch in Australien werden wir fürs erste Mal noch nicht wagen, sondern uns stattdessen flottentechnisch hier betätigen. Ich nehme mal an, in Sydney oder so ist ihre Flotte stationiert, also fahren wir mal in Richtung dort los. Ja, hier ist ihre Flotte. Ah ja, da kämpfen wir ja schon. So, das wollte ich jetzt nicht. Sondern die Schlacht bitte ansehen. Sie haben auch schon weniger Moral, das heißt, das kann eigentlich gar nichts werden für sie. Natürlich werden sie auch sonst viel zu unterlegen, um hier annähernd gewinnen zu können. Also ja. Das war es dann fürs erste Mal mit einer australischen Flotte. So, hier haben sie erst ihre Flotte geparkt. Und sind damit... Okay, nein, hier. Ja, ganz egal. Weil wir jetzt sowieso hier erstmal auch landen wollen, denn ich will ihre Flotte wieder rausjagen. Wir werden hier vermutlich... Okay, wir brauchen 100% Kriegscore, damit sie annehmen. Das wird dann nochmal eine interessante Herausforderung, wie wir gegen Australien 100% Kriegscore zusammenkriegen. Da müssen wir auf jeden Fall mehr Truppen holen. Du, gleich mal da hinfahren. Ja, hier fehlt der Rahmen. Das Ganze ist schon ein bisschen verbuggt oder laggend oder... Ja, laggend, Legend nämlich. Oder wie immer man auch sagen will. Aber gut, auf jeden Fall, ich speichere mal, nachdem jetzt hier Bugs sind, damit uns die nicht zu ruinieren. Und wir warten noch auf den zweiten Transporter, würde ich sagen, bevor wir landen. Wobei, der braucht hier Ewigkeiten. Dann schicken wir hier schon mal ein paar Truppen in den Süden runter, von wo wir sie ein bisschen schneller dann rüberbringen können. Nach Australien. Wir haben ja trotzdem noch hier genügend Armeen, um zu verteidigen. Das sollte kein Problem sein, hoffe ich. Ja, und wisst ihr was? Riskieren wir es einfach mal und landen hier schon unsere ersten 25. Wird eh länger dauern, bis die mal wirklich gelandet sind. Hier kommen unsere nächsten Truppen. Das wären dann diese. Die landen wir dann auch gleich mal noch an derselben Stelle, falls australische Verstärkung kommen sollte. Und die andere Truppe, die geht schon mal hier hin und holt die nächsten Truppen. Australische Marine scheint ja nirgends unterwegs zu sein und wenn doch, können wir leicht abhauen auch noch. Ja, aber wir müssen jetzt irgendwie einen 100%igen Kriegskorps gegen die Australier erreichen. Das wird also ganz interessant. Gut, ihr könnt eigentlich genauso gut, ehrlich gesagt, auch hier landen. Beziehungsweise einfach da reinfahren. Beziehungsweise du bleibst natürlich hier stehen und vernichtest wieder einen Teil ihrer Flotte. Und wir bleiben jetzt hier einfach mal auch in Sicherheit einigermaßen. So, dann euch wieder einladen. Und wir transportieren euch nach Australien. Gut, dann fahren wir hier direkt rein. Ah nein, du bist ja gar nicht mehr beladen. Du hast ja schon ausgeladen. Bin ja auch so schlau. Dann hier bitte gleich den nächsten nach Hainan. Und von euch noch ein paar Truppen zu dem dazu. Und ihr hier dürft dann auch euch schon mal bereit machen. So, dann gehen wir gleich mal hier rüber, damit wir ihre nächste Flotte vernichten können. Du gehst hier mal in die Verstärkung, denn derzeit haben sie ja noch relativ viele Truppen auch.
Ja, man sieht's, sie sind nicht wehrlos im Moment. In keinster Weise. So, dann bitte mal alles einladen, was reinpasst. Und wir transportieren die nächste Truppe nach Australien runter. Und du fährst wieder hierhin und holst die nächsten Leute ab. Und so machen wir das jetzt, bis wir in Australien stark sind. Und dann holen wir aus Südjapan auch noch ein paar Truppen vielleicht nach, falls das denn nötig sein sollte. Ja, belagern wir einfach mal weiter. Hier haben sie 96 Truppen. Okay, interessant. Dann kämpfen wir kurz mal. Und hier die Schlacht, da bräuchten wir Unterstützung. Die schicken wir auch gleich mal auf dem direkteren Wege. Du kämpfst auch mal hier mit. Wir wollen ja auch wirklich die Schlachten gewinnen können. Okay, ihre Flotte setzen sie jetzt auch wieder geschickt ein. Genau gesagt habe ich mir das eigentlich selber zugefügt. Du landest deine Truppen gleich hier. Ah, hier ist noch eine Flotte von ihnen. Hast du etwa niemanden mittransportiert? Kann ich wirklich so dämlich sein? Ja gut, wir holen auf jeden Fall nochmal die Truppe und anscheinend habe ich jetzt echt gerade mal einen leeren Transporter auch geholt. So, die kleinere Truppe darf sich aufladen, die größere marschiert hier gleich mal weiter vorwärts. Und du gehst hier schon unterstützen, wunderbar. Dann sollte das auch alles gut gehen und unsere Invasion auf Australien erfolgreich verlaufen, auf jeden Fall. Unsere andere Transporterflotte, das war natürlich jetzt mal falsch. Du holst gleich mal Truppen aus Südjapan bitte und die sollten nicht alle ineinander stehen. Das ist eher nicht so förderlich für ihr Überleben. Versorgungslimit ist ja auch nicht gerade hoch genug für die Riesentruppen, die wir hier haben. Also lieber mal halbieren. Gut. Schlachten in Australien sieht alles recht gut aus für uns. Wobei die Unterstützung, die sie hier jetzt gerade heranholen, mir gar nicht gefällt. Wo fahrt ihr denn hin? Ihr fahrt hier nordwärts. Mal sehen, ob wir euch da nicht abfangen können. Gut, wir bleiben jetzt einfach mal kurz so stehen, wie wir gerade stehen. Das ist eine ganz akzeptable Aufstellung. Wo ist denn ihre Flotte hin? Verdammt, jetzt habe ich ihre Flotte aus den Augen verloren. Die kann uns jetzt natürlich irgendwo unsere Transporter abfangen. Das wäre richtig blöd. So, du passt auf das Schiff. Wunderbar. Dann landen wir dich gleich mal hier an. Und halten jetzt fürs erste Mal den Teil, den wir erobert haben, bis Verstärkung in ausreichender Masse eingetroffen ist, sage ich mal. Du kannst dich eigentlich ja wieder dort stationieren. So, dann holen wir uns hier die Truppe noch und laden sie ebenfalls in Australien aus. Hier könnten wir eindeutig Verstärkung gebrauchen. So viel war dann auch wieder nicht nötig, aber egal. Die kleinere Truppe, ja, bleibt auch mal hier sicherheitshalber. Wobei, alles darüber, wenn man sich's genauer überlegt. Und dann haben wir auch gleich noch Verstärkungen und beschützen das Ganze. Gleichzeitig auch nicht vergessen natürlich. Australien, weißer Frieden. Nein, liebe Australier. Wir werden auf die 100% uns rauf arbeiten, sage ich mal. Und euch dann Westaustralien abnehmen. Und jetzt bauen wir mal alle Marinestützpunkte aus.
Okay, der wird ja gerade noch ausgebaut. Der auch, der auch. Du hier kannst erweitert werden. Wenn die dann alle nochmal eine Stufe größer sind, wird das natürlich auch helfen, um noch mehr Flotte haben zu können. Auch wenn unsere derzeitige Flotte voll und ganz ausreicht eigentlich, um, ja, sagen wir mal, schon eine Weltmacht zu sein. Also marinemäßig die Weltmacht zu sein. Aber gut, vielleicht brauchen wir irgendwann, naja, irgendwann in den nächsten 10 Jahren, die wir noch haben, die Flotte nochmal. Wer weiß. Ah, hier oben gibt es jetzt Australier. Da sind sie mit ihrer Flotte hingefahren. Ja gut, ganz ehrlich, egal. Vollkommen egal. Wir stellen nur mal hier Truppen hin, um sicher zu gehen. Und schicken ihnen mal vielleicht unsere große Hauptflotte, sobald sie hier noch kurz den Begleitschutz gegeben hat, auch entgegen. Ja. Das ist natürlich jetzt eine lange Route, die sie fahren müssen. Aber wird schon passen. Gut, du greifst da an und ihr gewinnt hier kurz die Schlacht und danach müssten die australischen Armeen dann auch schon langsam aufhören, vorhanden zu sein. Spanien und Großbritannien, okay, ihr wollt vermutlich wieder weißen Frieden. Natürlich nicht. Die gehen alle nach Clermont. Das schreit nach verfolgt werden durch uns. Und jetzt ist wohl wirklich der Zeitpunkt gekommen, um einzumarschieren und vorzumarschieren. Und wir haben sozusagen gesiegt. Was heißt sozusagen, wir haben gesiegt gegen die australischen Armeen, die vorhanden waren. Recht viel dürfte da nicht mehr übrig sein. Wieder weißer Frieden. Ja, war klar. Wird natürlich wieder abgelehnt. Wieder weißer Frieden wird wieder abgelehnt. Wo leben denn eigentlich bei euch die Leute? Oh, eigentlich eh überall, einigermaßen. So, die Seeschlacht hätten wir dann auch gewonnen. Du kannst dich kurz mal ein bisschen ausrasten gehen. Du hast ja genügend Einsätze gehabt in letzter Zeit. Gut. Dann weiter gegen die Australier. Bei wie vielen Prozent sind wir? 77. Ah, und Sie würden dieses Angebot annehmen. Bieten Sie es dann. Ah ja. Da ist doch das Angebot, auf das wir gewartet haben. Also, wir haben jetzt ein Stück von Australien, ein Stück von Indien, ein Stück von Amerika, große Teile Chinas und Japan. Reicht, würde ich mal sagen. Passt schon so. So, hier haben wir 1,66, hier hätten wir 0,56, 0,06, 0,06. Dann werden es die Landbesitzer, die wählen dürfen. Und damit haben wir gleich eine Wahl eingeleitet, oder? Glaube ich, dass das immer so war. Ja, alle Armeen dann bitte mal hier rüberschicken, irgendwo, wo sie sicher sind. Gut. Alle Transporter holen irgendwo Armeen ab. Du bleibst dann gleich hier. Unsere Hauptflotte haben wir wieder sicher geparkt. Ja, wunderbar. Marinetechnisch. Können wir hier nicht erweitern? Okay, die haben schon ganz gut ausgebaut. Ja gut, wir werden trotzdem jetzt nochmal ein paar Schifflein bauen.
kann ja nicht schaden und die ganzen Marinestützpunkte werden sowieso alle gerade ausgebaut. Gut. Dich transportieren wir mal nach China, weil China sowieso gerade jetzt nicht so ganz toll verteidigt ist. Also insgesamt 3 Armeen in ganz China ist schon etwas wenig. Du holst von da unten noch jemanden ab. Wir benutzen übrigens immer noch die Clipper-Transporter vom Anfang des Spiels, also Transporter sind wohl die einzige Marineschiffklasse, die man eigentlich nicht unbedingt jemals ersetzen muss. Es gibt ja auch nur einen einzigen Ersatz und das sind die Dampftransporter, also ja, zahlt sich eigentlich gar nicht recht aus, die jemals zu ersetzen wirklich. Gut. Du hast deine Truppen hier gelandet, sehr schön. Dann fährst du wieder dahin. Und wir haben noch 10 Jahre zu spielen, die könnten wir jetzt nutzen für einen weiteren Krieg gegen China. Oder für irgendwas anderes, aber Krieg hatten wir jetzt in letzter Zeit, denke ich, genug. Wenn man sich ansieht, was alles blau ist, China und Großbritannien waren das natürlich auch gerade mal. Oh, warte, das ist natürlich mal vollkommen falsch. So, hier wollte ich hin. Also alles, was blau ist, mit dem waren wir in letzter Zeit im Krieg. Das ist schon ein genügend großer Teil der Welt. Das müssen wir nicht noch mehr an die Spitze treiben. Hat jetzt irgendjemand andere eine Riesenflotte aufgebaut in der Zwischenzeit? Die Niederländer haben eine einigermaßen große Flotte. Was habt ihr denn so für Gebiete? Java hättet ihr. Da leben ein paar Leute. Das produziert ein paar wertvolle Güter. Kaffee, ja, ist nicht schlecht. Und euer Bündnis sieht wie aus? Mit den Russen und den Briten. Ja, wollen wir jetzt noch einen weiteren großen Krieg haben oder nicht? Wäre schon nochmal spannend, ja. Einen Krieg machen wir noch, den einen. Oh, Waffenruhe. Na gut, also, aber trotzdem, der Krieg kommt noch, versprochenermaßen. Da kneife ich dann nicht im letzten Moment. Sondern das machen wir noch auf jeden Fall. Dass wir hier von den Niederlanden eben noch ein bisschen Gebiet übernehmen. Und inzwischen wird es dann auch richtig schwer, dass wir alle unsere Küsten bewachen. Weil wir einfach schon viel zu viel Küstenlinie haben, um das alles einigermaßen verteidigen zu können noch. Das heißt, der Krieg könnte ganz spannend eigentlich werden. Und nachdem wir mit den Niederlanden als nächstes kämpfen werden, stationieren wir gleich mal hier Truppen. Und keine Ahnung wo noch. Eigentlich ist Australien eh dann der beste Ausgangspunkt für die Kampagne gegen die Niederländer. Das heißt, wir bleiben dann hier mit der Flotte gleich mal vor Ort. Und ihr bekommt ja noch ein bisschen Verstärkung, sobald die dann da ist. So, jetzt sehen wir sie. Sobald die dann auch da ist, schicke ich euch auch runter nach Australien wieder. Der japanische Wahl und Bildfehler. Warum auch immer. Ich kümmere mich mal kurz um die Bildfehler. Hoffentlich. Bis gleich. Bildtaben hat jetzt hoffentlich das Problem behoben. Aber sicher bin ich mir nicht. Keine Ahnung, wodurch der Bildfehler jetzt gerade ausgelöst wurde. So. Säkularisation ist, glaube ich, ja Trennung von Kirche und Staat oder sowas. Keine Ahnung. Egal, ja, machen wir mal. Ein paar Truppen könnten wir nach Norden auch wieder verlagern. Wobei, dann sind nur noch 2 hier in Südchina. Ja, unsere Armeen teilen sich natürlich auch schon mehr und mehr auf, quer durch die Welt. Da drüben könnten wir mal was wegnehmen. Da steht viel zu viel. Ja, was will ich sagen? Also ein bisschen mehr Truppen in China und vor allem an der russischen Grenze. Mehr als eine Truppe wäre schon schön, wenn wir jetzt noch einen Krieg gegen Russland haben werden. Unter anderem. Also den Transporter kurz hin und hier jede Menge Einstellungen. Keinen Protektionismus bitte. Gut. Die mal nicht und euch mal an Bord. Dann gleich weiter nach hier.
selbiges Schicksal. Und weiter nach hier. Und nochmal dasselbe. Und da haben wir schon wieder eine fast vollwertige Armee dazu gewonnen. Und die laden wir gleich hier an der russischen Grenze aus. Von Australien her, eine Truppe aus Australien holen wir uns schon nochmal ab. Da müssen jetzt nicht insgesamt 4 Truppen für den Einmarsch bereitstehen. Das ist schon etwas zu viel. Da stellen wir lieber nochmal etwas mehr auch an die russische Grenze. So, laissez-faire wäre natürlich schön. Und wir forschen noch mehr Marinezeugs, weil wir es nicht brauchen. Hauptsächlich natürlich. Gut, du landest die dann auch nochmal hier an der russischen Grenze. Dann holen wir noch von den kleinen Inselchen die paar Truppen und kombinieren mit der kleinen Armee, die wir jetzt geholt haben. Und dann passt das schon, was da steht. Hurra, Patriotismus natürlich. So, du holst kurz die ab. Dann geht's gleich weiter nach Taiwan und auch dort holen wir die Truppen noch dazu. Und dann ist die Armee hier einigermaßen kampfbereit. Denke ich mal. Ja, 60.000 ist nicht ganz zeitgemäß von der Größe her, aber passt schon. Mit den nochmal 70, also zweimal 70, zweimal 60 an der russischen Grenze. Und noch 2 Truppen, um in China zu verteidigen. Es reicht. Aber insgesamt, also am allermächtigsten wären wir wohl geworden, wenn wir einfach weiterhin chinesische Provinzen gegessen hätten, anstatt uns hier jetzt aufzuteilen und überall Gebiete zu übernehmen. Aber ja, was soll's. Du kannst nochmal hier verstärken gehen, ist dir ganz egal. Gut. Die Kampagne wollen wir mal nicht. Hier die beiden Transporter sollen hier unten bereitstehen, um unsere Truppen gegen die Niederlande einzusetzen. Und die Hauptflotte soll das, wie gesagt, dann auch gleich wieder tun. Ja, wie sieht's aus? Haben wir schon... Ja, wir können schon den Krieg vorbereiten, Krieg rechtfertigen, nämlich einen Platz an der Sonne nehme ich an. Wobei sehen wir lieber einfach sicherheitshalber kurz nach. Ja, ist eine Kolonialprovinz. Krieg rechtfertigen, einen Platz an der Sonne und fortfahren. Gut, noch kurz der Autosave, weil wir jetzt im Jahr 1927 angekommen sind. 1935 oder 36, glaube ich, endet das Spiel, also ja, nicht mal mehr 10 Jahre. Leider, die wir hier noch verbleibend haben. Was wollen die Leute? Am ehesten die freie Presse. Dann geben wir ihnen diese. Gut. Wie geht es mit der Rechtfertigung voran? 16% haben wir bisher nur. Ich bin ja eh schon mal gespannt, ob es reichen wird, diese ganzen holländischen Gebiete zu besetzen oder ob es nötig sein wird, dass wir weiter vormarschieren und zum Beispiel Vietnam wieder besetzen. Ah ja, da könnten wir uns gleich mal hier. Oder sonst vielleicht sogar, ob wir nach Holland fahren müssen, aber ich glaube es nicht. Also da würden wir eher vielleicht hier die Russen ein bisschen wieder besetzen. Und dann müsste das auch passen. Und ein paar Seeschlachten und Landschlachten werden wir ja sowieso auch wieder gewinnen, nehme ich an. Also ja, das sollte passen. Jetzt gehen wir inzwischen schon deutlich über das Marinelimit, aber die ganzen ausgebauten Häfen... Ja, Marinebasen sollten das bald schon möglich machen, dass wir uns das trotzdem leisten können. Jetzt, wo wir schon dabei sind, bauen wir hier auch nochmal ein bisschen aus.
Und hier auch gleich nochmal. Und hier nochmal. Vorher haben wir hier schon erweitert. Gut. Natürlich die Überseemarinebasen. Okay, nein, die haben wir anscheinend schon ausgebaut oder was auch immer. Also ja. Scheint alles ganz gut zu passen. Also 42%, noch eine Weile, bis wir den Krieg beginnen können. Natürlich als Riesenfehler erweisen, aber ich denke, dass es eine gute Idee wäre, wenn wir unsere Flotte aufteilen. Nämlich eine Hälfte der Flotte überwacht hier den nördlichen Teil unseres Reiches, während die andere Hälfte hier drüben, hier unten natürlich den Transport der Einheiten überwacht. Also ja, das werden wir wohl tun und wir sind bei 78%. Und erforschen wir jetzt die erste Weltkriegserfahrung, nachdem wir gerade einen großen Krieg gekämpft haben und danach sind wir dann fertig mit der Armeetechnologie und es fehlen uns nur noch die meisten anderen Stufe 6er Technologien. Und der Kriegsgrund geht gut voran, müsste bald fertig sein. Der Kriegsgrund gegen China ist fertig und von den Regionen her das Einzige, was Sinn macht, meiner Meinung nach, wenn wir uns holen, ist jetzt die innere Mongolei, damit wir die Verbindung noch zusammenkriegen. Also, Krieg erklären, Region erobern, innere Mongolei. Gut, wir werden wieder die Verteidigungstaktik anwenden, weil Besetzen viel zu lange dauert. Du gehst schon mal dorthin, du hilfst hier kurz mit, du wirst eh gleich was zu tun haben und du wohl auch. So, du gehst mal auf die los. Hier haben wir dann schon gewonnen. Du gehst mal weiter und hilfst auch hier noch kurz mit. Ah, hier können jetzt die Chinesen natürlich auch zum Einsatz kommen. Keine Frage. Hier haben wir zwei Armeen mit viel zu viel Artillerie, aber das kann uns eigentlich ja recht egal sein, denke ich mir. Du gehst mal die kurz vernichten. Einen internationalen Konflikt gäbe es noch. Können wir eigentlich Kriegsziele hinzufügen? Nein, können wir leider wiederum nicht. Das heißt, sobald sie uns die eine Provinz geben würden, sind wir damit zufrieden. Und das sollte nicht allzu lange dauern, ganz ehrlich gesagt. Ja. Hier gehst du kurz die töten. Du kannst du die hier, ja. Du nimmst gleich nochmal die 41. Jetzt müssten wir eigentlich aber auch schon genügend Punkte haben, oder? Ja, wunderbar. Innere Mongolei. Und damit haben wir unser Gebiet verbunden und es sieht richtig hässlich aus, aber ja, das ist ja nicht der Grund, warum man Krieg führt, damit das Land schöner schaut. Haha, außer in einem Paradox-Spiel, da manchmal, meistens, irgendwie schon. Aber die wunderschönen Grenzen werden wir erst innerhalb von 10 Jahren nicht mehr hinkriegen. Um das mal ganz ehrlich hier zu sagen. So, du bist nur Kavallerie und noch mehr Artillerie, also nicht sehr hilfreich für die artillerielastigen Armeen hier. Aber egal. Ja, in Europa hat Deutschland gerade einen Krieg mit Frankreich. Sie waren auch gerade im Krieg mit Russland, deswegen sind sie jetzt vielleicht hier ein bisschen. Sieht es so aus, als würden sie nicht voll gewinnen gegen die Franzosen, aber ich nehme an, das tun sie trotzdem mit ihren 1000 Divisionen. Wobei Frankreich auch am viertmeisten in der Welt sogar hat. Wir haben trotzdem weiterhin die größte Flotte. Ah, Australien. Australien hat eine große Flotte, habe ich gehört, und ich mag keine Länder mit großen Flotten, die ich nicht selbst bin. So, liebe Australier, was wollen wir denn von euch? Wir haben erst hier einen wunderbaren Stützpunkt, von dem aus wir Australien angreifen können. Westaustralien, so ein Riesenfleckenland hier. Den holen wir uns doch gleich, oder? Warum nicht? Region erobern. Wunderbar. Also, weiter geht's mit Krieg, nachdem wir das schon so lange nicht mehr hatten, Krieg. So,
die 72 hier, die packen wir gleich mal ein für den Kriegszug. Kreuzzug und Krieg vermischen ist natürlich immer toll. Nein, für den Krieg einfach gegen nur Australien. 75.000, wunderbare Größe. Landen wir gleich hier an und unsere große Hauptflotte darf auch mitkämpfen. Gut, dann geht's also bald gegen die Australier. Nicht, weil wir es brauchen, sondern weil sie eine Flotte haben und uns das nicht gefällt. Ansonsten wären noch die Niederlande, von denen könnten wir uns hier natürlich auch noch irgendwo eine Insel schnappen. Mal sehen, ob sich das noch ausgehen wird. Wurde entdeckt, 10 Schande, ganz egal. Also ganz ehrlich, wenn jetzt wirklich alle uns gleichzeitig erklären, dann mobilisieren wir und überleben trotzdem, denke ich mir inzwischen. Das könnte durchaus funktionieren. Wie gut sind wir? Ach, das dauert ewig. Okay. Ganz egal. Ja, passiert sonst was in der Welt? Die Deutschen gewinnen jetzt vermutlich gegen die Franzosen. Hier passiert nicht viel. Ja, Alaska ist eben Alaska. Also, passt alles. Ist vollkommen abgeschlossen. Weiter geht's mit Marine. Und sollen wir mehr Armeen bauen? Hm, nicht notwendig. Gut, der Kriegsgrund gegen Australien ist bei 60%.